Hallo beim Rezept der Woche im Peter Max Schauraum. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In der vorigen Ausgabe habe ich ja schon die Grundlagen für den Flammkuchen erklärt und jetzt geht's an die Belege. Ich mache nämlich Rotkraut mit Feta und Gorgonzola und Trauben. Zwei richtig gute Belege für diesen köstlichen Flammkuchen. Ein Orangendressing und einen Eisbergsalat gibt's auch noch dazu. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Peter Max, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Ich starte da jetzt gleich mit dem Gorgonzola. Da nicht vergessen, die Schale und die Haut außen runterschneiden. Die kann man nicht mitessen. Ich finde Gorgonzola ja so gut. Ich finde, der ist so ein besonderer Geschmack. Ich weiß, manche mögen ihn nicht, aber ich finde, das ist echt ein... Ich finde, das ist ein toller Käse, deswegen muss ich jetzt auch gleich kosten, ob der eh gut schmeckt. Mhm. Der ist wirklich gut. Wirklich gut. Sehr würzig, aber wunderbar. Ich weiß, Gorgonzola ist immer so ein bisschen so eine klebrige Geschichte, wenn man den schneidet, klein macht. Aber umso köstlicher. Und gerade mit Trauben schmeckt der so gut zusammen. Also das ist wirklich ein außergewöhnlicher Belag für unseren Flammkuchen, aber ein sehr, sehr köstlicher. Und das probiere ich jetzt gleich aus zusammen, weil... Muss ich wissen, wie es schmeckt. Das ist wirklich gut. Wirklich gut. Zur Gorgonzola passt ja auch Birne sehr gut. Also generell auch Nüsse und Birne passt auch sehr, sehr gut dazu. Weil es auch einfach so eine Süße hat. Und Gorgonzola passt perfekt mit so süßen, mit süßem Obst zusammen. Gibt dem Ganzen einfach ein gutes Aroma. So, und die Trauben sind eigentlich ready. Aber wenn ihr da mal größere Stücke drauf habt, könnt ihr die natürlich auch ein bisschen noch halbieren. Je nachdem, wie groß die Trauben sind. Ich finde da halt auch dunkle Trauben so schön. Ich finde, das macht sowas auch fürs Auge. Ich finde, das ist so wichtig. Gerade beim Kochen, das ist einfach wichtig, dass es auch gut ausschaut. Das, ja, Geschmack ist auch wichtig, aber es ist auch wichtig, wie es gut ausschaut. Und deswegen finde ich da auch einfach dunkle Trauben so schön. Bitte, farblich ist es der Hammer. Und gerade diese fruchtige Note dazu, die braucht es unbedingt. Ja, und während ich dann noch mit dem anderen Belag dann beschäftigt bin, drehe ich mal die Pinienkerne auf, weil die haben auch ein ganz besonderes, nussiges Aroma. Und die muss man rösten vorher. Das ist immer ganz wichtig bei den Pinienkernen, weil da entfalten sie ihr Aroma. Das ist wie beim Kokos. Auch Kokosflocken, wenn ich was Süßes mache oder auch was Salziges, wenn mal Kokosflocken verwendet werden. Das ist einfach wichtig, dass die wirklich kurz geröstet werden. Da riecht die ganze Küche danach und bei Pinienkernen ist es genauso. Ihr müsst echt mal einen Vergleich machen, dann merkt ihr den Unterschied. Durchschwenken. Da braucht ihr auch gar kein Fett oder irgendwas reingeben. Das reicht so. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Belag und zwar dem Rotkraut. Das wird gemeinsam mit Feta nämlich kombiniert. Das Rotkraut wird nämlich jetzt blanchiert. Deswegen habe ich da auch schon ein Wasser stehen, was da vor sich hin köchelt. Da kommt auch viel Salz hinein. Und ein persönlicher Tipp von mir. Zieht euch nichts Helles an, wenn ihr mit Rotkraut arbeitet. Ich habe mein Outfit heute extra so gewählt, dass da nicht viel passieren kann. Weil sonst wird es ein bisschen kritisch. Die Flecken gehen schwer raus. Deswegen da eher entweder eine Schürze nehmen oder irgendwas Dunkles anziehen. Oder er zieht natürlich irgendeine, ja, Ton in Ton an, wie das Rotkraut, irgendein Lila, wo man es nicht sieht. Aber nichts Weißes. Und das Rotkraut wird einfach in so Spalten geschnitten, also in so Streifen. Man sieht, es färbt schon vor sich hin. Und mehr muss man auch nicht schneiden, weil das tut sich eh von selber so ein bisschen zerlegen. Jetzt kommt das da hinein. Man sieht, der Wasser... Oh. Man sieht richtig, wie das Wasser dunkel geworden ist. Und die Pinienkerne sind jetzt auch schon fertig. Gleich weg vom Herd, dass die nicht dunkel werden. Aber was ihr tun könnt, damit diese Farbe nicht so sehr verloren geht beim Rotkraut, da habe ich jetzt einen tollen Tipp für euch. Ihr kennt das sicher, wenn man noch mit Rotkraut arbeitet, das ist eine Fleckensache, weil das Rotkraut einfach diese ganze Farbe rauslässt, vor allem wenn es blanchiert wird. Deswegen gebe ich immer ein bisschen etwas von der Säure dazu. Es könnte Essig sein oder es kann auch Zitronensäure sein, aber das wirkt schon Wunder, weil so behält das Rotkraut die Farbe.
Das ist echt ein super Tipp. Denkt dran, wenn ihr das nächste Mal mit Rotkraut arbeitet, dann habt ihr diesen satten Lila-Ton immer noch. So, fertig. Abseihen. So, und wieder zurück. Das Lustige daran ist, beim Flammkuchen, jetzt schaut das Rotkraut ziemlich blau aus. Beim Backen wird das wieder lila. Und ich kann es mir selber nicht erklären, warum das so ist. Wichtig ist, dass es am Schluss eine schöne Farbe hat. Das kommt jetzt auf unsere wunderschöne Flammkuchenfladen da drauf. Ich starte zuerst mit dem Rotkraut. Ah, das sieht doch schön aus, oder? Diese Farbe. Und ich meine, Kraut ist zwar immer so ein bisschen verschrien bei Kindern, aber das schmeckt Kindern auch. Sogar meinem kleinen Bruder. Der isst das sehr gerne und der mag sonst kein Kraut. So, das schaut schon sehr toll aus. Jetzt kommt der Feta oben drauf. Könnt ihr einfach mit der Hand so schön zerbröseln. Und der gibt dem Ganzen auch diese Würze. Und generell, Rotkraut und Feta ist eine tolle Kombination. Daran denkt man manchmal gar nicht, aber ihr werdet das sehen, wenn ihr das nachmacht. Das schmeckt echt gut. Fertig. Und Nummer 2, Gorgonzola. Und den auch einfach so mit den Fingern so ein bisschen zerteilen, dass überall was hinkommt. Und ich meine, das ist halt wirklich ein sehr schnelles Essen. Auch gebacken wird er nicht lange. Der braucht 10 bis 15 Minuten im Rohr. Das ist echt schnell erledigt. Der Teig muss nicht rasten. Und man kann auch alles draufgeben, was man gerade zu Hause hat. Also zum Beispiel, ich habe das auch letztens gemacht mit Frühlingszwiebel und Schinken für meine Brüder, weil die essen sehr gerne Schinken. Aber ich denke mal, so jetzt mit Neujahr kann man natürlich auch ein bisschen aufs Fleisch verzichten und das Ganze ein bisschen gesünder gestalten. Und gerade die Veggie-Küche liebe ich halt einfach auch. Und da kann man auch so Gutes machen mit einfach Käse und Gemüse. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Alternative. Jetzt kommen die Traubenhälften drauf. Allein diese Farbkombination von diesen zwei Flammkuchen, also wenn das nicht schön ausschaut zusammen, bitte, dann lacht doch das Auge. Und weil wir gerade Birnen da haben, kommt auch noch ein bisschen was von der Birne drauf. So, und für die Süßen kann man da auch noch ein bisschen Honig drauf geben. Das ist natürlich dann überhaupt eine Geschmacksexplosion, würde ich sagen. Nicht zu viel, nur ein bisschen, aber so ein bisschen da drüber so. Und ich werde das jetzt halbieren. Die eine Seite wird süß und mild. Und auf die andere Seite kommt jetzt noch ein bisschen etwas von dem scharfen Chili-Pulver. Für den scharfen Bruder. Ich habe zwei Brüder. Einer ist ganz scharf und der andere ist ganz mild. Und wenn die zwei jetzt da wären, dann wäre der jetzt schon längst im Ofen und schon gegessen wahrscheinlich. Aber sehr vorsichtig mit dem Pulver umgehen, weil zu viel darf es auch nicht sein. Jetzt haben wir da halbe-halbe, einmal süßlich mit Honig und einmal mit ein bisschen Chili-Pulver. Also, das wird sehr, sehr gut schmecken. Ich würde sagen, wir schieben die jetzt in den Ofen. Bei 210 Grad Umluft werden die gebacken, ca. 10 bis 15 Minuten. Der Timer schreit, es wird Zeit, dass der Flammkuchen aus dem Ofen kommt. Ich sage, das geht sehr schnell. Boah, wie das duftet. Bitte schaut euch das mal an. Der Gorgonzola ist so gut zergangen. Boah, das wird so gut schmecken. Ich riech's schon. Das Aroma. Richtig gut. Und da geht es an das Karamell für das Orangendressing. Der Zucker ist schon gut geschmolzen. Jetzt wird abgelöscht mit Orangensaft. Achtung, das zischt immer ein bisschen. Wieder auf den Herd, damit sich das gut auflöst. Und ich finde, das Orangendressing ist so gut. Das passt auch perfekt mit Eisbergsalat zusammen, weil der ist so knackig und so saftig. Und dann dieses Orangendressing mit der Fruchtnote und der Säure. Das ist echt ein tolles Rezept. Und es geht eigentlich auch ziemlich leicht. So, hat sich schon gut aufgelöst. Wunderbar. Ich fülle das um, damit es ein bisschen auskühlen kann. Da kommt natürlich auch Salz und Pfeffer dazu. Und es ist auch dieses Spiel zwischen Säure und Süße und ein bisschen salzig.
Karamell und Salz passt ja auch gut zusammen. Das ist echt wunderbar. Und der Salat, den schneide ich einfach in Streifen. Da gebe ich immer den Strung weg. Den will keiner dabei haben. So ein frischer Salat hat schon was. Ach, wie das knackt, hört ihr das? Mmh, wunderbar. Das Dressing wird jetzt noch ein bisschen mit Öl vermischt. Mal gut umrühren, abschmecken. Boah, das schmeckt gut. Aber es braucht noch ein bisschen Salz, damit es auch gut würzig ist. So. Mmh. So gut. Und damit wir da noch eine gute, frische Orangennote drauf haben, kommt noch ein bisschen Orangenschale oben drauf. Das verstärkt auch nochmal das ganze Aroma. Und ist einfach farblich so schön. Dann nochmal das Ganze einfach schön durchheben, damit auch überall ein Dressing ist. Wenn ihr riechen könntet durch die Kamera, wie gut das gerade duftet. Wundervoll. Und der Flammkuchen, der wird, so wie es sich gehört, auf einem Holzbrett angerichtet. Und Nummer zwei. So. Boah, wie der Käse zergangen ist, der schaut so cremig aus. Unglaublich. Und zum Schluss kommen natürlich noch die Pinienkerne drauf, damit das Ganze einfach auch richtig gut schmeckt. Und wenn ihr noch welche übrig habt, so wie ich, dann gebt die doch einfach noch über den Orangensalat. Weil das verleiht dem Ganzen noch so ein bisschen einen Crunch. Und Nüsse passen auch noch sehr gut zu den Orangen dazu. Sehen die nicht toll aus? Also heute gab es bei mir ja diese köstlichen Flammkuchenbelege. Einmal ganz besonders mit Birne, Traube, Honig und Pinienkerne und Gorgonzola. Und dann eine zweite Kombination mit Feta und Rotkraut. Richtig, richtig köstlich. Lohnt sich nachzumachen. Und dieses Orangendressing für den Eisbergsalat mit Pinienkerne ist auch eine richtig gute Idee. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken. Ich muss jetzt noch kosten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Boom, 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 boom.